Moin und Metal, liebe Leute. Willkommen zu Part 2. Die Classics, Teamspeak und Discord aus dem Jahre 2017, hochgeladen vom lieben Demon. Bevor es losgeht, aber noch eine kleine Sache. Vielen lieben, lieben Dank an alle meine Abonnenten. Ich hätte nicht gedacht, dass es tatsächlich Leute gibt, denen das gefällt, was ich hier mache. Ganz, ganz viel Liebe an alle, die Kommentare unter meine Videos schreiben auch. Ich lese mir natürlich jeden durch. Jeder, der ein Herz bekommen hat, ne? Ganz viel Liebe. Ja, ich bin wirklich überwältigt. Kann man nicht anders sagen. Naja, gut, genug davon. Es geht weiter. Wir haben das letzte Mal bis Minute 59 und 7 geschaut. Ne? Beim lieben Reinerle. Und genau da geht es jetzt weiter. Okay. Ah, ich dachte schon, irgendwas wäre mit dem Ton los. Tut mir leid. Okay, also was war jetzt die andere Frage gerade wieder? Weil ich bin schon genau, ich wollte... Das hat eigentlich keinen bestimmten Grund. Mein Arbeitszimmer oben... Doch, es hat eigentlich einen bestimmten Grund. Mein Arbeitszimmer oben hat ja eine Dachschräge, weil es unterm Dach ist. Ja. Stimmt. Und das Problem ist mit der Dachschräge, dass ich den Greenscreen im Hintergrund nicht verwenden kann. Ach so. Und wenn ich ihn mitten ins Zimmer stelle, wenn ich ihn dahin stelle, wo ich ihn hinstellen müsste, wo es gerade ist, damit er hoch genug ist, das haut nicht hin, weil dann könnte ich nicht nach hinten rutschen. Weil die Dachschräge so hoch ist, dass ich dann jedes Mal den Greenscreen von der Decke runterreißen würde. Ach so. Aber Moment, er hat doch da noch eine gerade Wand. Oben ist zwar auf der einen Seite die schräge, aber auf der anderen Seite ist doch die gerade Wand, oder nicht? Wo es dann auch zu diesem Zimmer geht, wo das Sofa drin ist, wo man dann auf den Balkon rauskommt. Also eigentlich könnte er das auch dahin hängen, oder? Na, egal. Und... Hier unten habe ich halt keine Dachschräge, ergo ist das Zimmer auch weit größer und vor allem für sowas wie Greenscreen halt weit geschickter. Boah, ist mir warm, ey. Gib mal mein Fenster, ey. Boah, ist mach mal. Ich wollte jetzt mit aufstehen. Wunderschön. Wieder dann einfach nur der Müll umherfliegt, wenn Reinhard sich durch sein Zimmer bewegt. Nein, ich wollte nicht aufstehen wegen... Aua. Ich wollte nicht aufstehen, nicht deswegen nicht aufstehen wegen meinem, weil ich faul bin, sondern weil ich Schmerzen habe. Oh. Das ist nicht unnötig groß bewegen. Stimmt. Sorry, ich habe noch mal ganz was vergessen. Ich habe mir aus der Drachenchronik einmal das hier rausgezogen. Die Highlights aus dem Jahr 2018, ne? 2017. Meine Güte, jetzt bin ich schon selber verwirrt. Wie ihr seht, Reinerle hat am 31. August die Gallenblasen-OP. Ne? Das werden auch so die Schmerzen sein, von denen er da gerade redet. Nicht dieser Schlagstockangriff, der ja schon über ein Jahr Vergangenheit ist, bei dem er ja angeblich innere Blutungen erlitten hat, wo die Ärzte ihm natürlich geraten haben, warten Sie einfach nochmal ab, am besten noch ein Jahr natürlich, ne, Reinerle, klar. Nee, das werden schon die Gallenkoliken sein, die er da hat. Gleichen wie immer. Oder wie jetzt oft genug schon, wegen der Sache mit dem Schlagstock. Ja. Mikrofon. Instagram gesehen. Bitte? Ich habe ja bei Instagram gesehen, dass du jetzt Kameras hast, also von daher. Das ist ja Kameras habe ich, die Kameras habe ich schon seit über einem Monat. Ja, aber ich meine jetzt, du hast ja noch vor kurzem eins hochgeladen, ne? Vor 2 Tagen oder so. Habe ich mal hochgeladen, weil die Leute immer meinen, dass es Fake-Kameras sind, sind es aber nicht. Du hast dann auch ein Foto veröffentlicht von all den Kameras, wo man genau sehen konnte, in welchem Winkel diese Kameras stehen und was diese Kameras aufnehmen. Das ist immer sehr schlau bei Überwachungskameras. Wie viele Hater sind eigentlich momentan so bei dir am Tag? Alle. Kann man jetzt sagen. Kommen denn noch welche überhaupt, oder? Kommen die unter der Woche auch? Unterschiedlich. Ja, 2017 war es noch human, würde ich mal sagen, die Besuche, ne?
Da haben die Leute ihn halt zu den Posterverkäufen besucht und dann zwischendurch. Und dann hat sich das natürlich gesteigert, als auch ja die Videos veröffentlicht wurden, bei denen Rainerle völlig austickt und abgeht. Und dann natürlich zeigt, hey, wenn ihr zu mir kommt, auch wenn ihr da nur auf dieser Straße steht, dann ist hier Action angesagt. Ne? Und ja, das zieht halt auch Touristen an, hätte ich gesagt gehabt. Meine Schule ist normalerweise nicht, soweit ich weiß, aber wenn ich das jetzt sage, kommen garantiert wieder welche. Es ist unterschiedlich. Sind Manchmal das eigentlich kommen. mehr so Kinder oder auch ältere Leute? Wenn ich euch das jetzt sage, seid ihr wahrscheinlich geschockt, wenn ihr keine Haters seid. Bestimmt ältere. Großteil davon sind Studenten. Ach, die armen Studenten, diese verdammten Studenten, ne? Arbeitslos sind die. Ach, Rainer, erzähl's uns. Die mich immer als. Bestimmt, die müssen ja alle Auto fahren können. Und das ist das, was Und ich die haben immer. einen Haufen Zeit. Das Da ist wäre das, doch was ich witzig, wenn immer dann mal der sage. Fahrer kommen würde, ne? Das ist das, was ich immer sage mit. Dass die bezeichnen mich immer als Assi und als Deppen und als was weiß ich und handeln halt einfach 10-mal schlimmer, als sie mich darstellen. Nee, nee, Renner. Stimmt nicht. Dann denke ich mir einfach nur noch, wo ist da die Logik, Leute? Ich Naja. verstehe es generell nicht, warum man zu jemandem nach Und Hause was fährt. sagst du zu den Leuten, die zu dir kommen und nur ein Poster haben wollen? Das Wenn sie zwischen dann. 12 und 16 Uhr am Freitag und Samstag kommen, was für ein Poster sie wollen? 12 bis 16 Uhr. Freitags und samstags, ne? Aber auch Punkt 16 Uhr lässt er den Stift fallen. Er war damals schon den ganzen Tag zu Hause. Wirklich. Ja, weiß nicht, manche gehen ja dahin und sagen ja, die wollen Poster haben oder so, ne? Und da mal rauskommen. Sind sie Samstag, Freitag und Samstag zwischen 12 und 16 Uhr kommen, kriegen sie eins. Kommt drauf an, was für eins sie wollen. Ich habe zwei verschiedene. Ja, okay. Beide schrecklich. Au! Würdest du auch Oh. bei Gern studieren? Oh nein, der arme Rainer leidet. Er leidet. Würde er doch nur zu einem Arzt gehen, der das Ganze mal untersuchen würde. Ah ja. Lord. Gähnen tut weh. Ich kann euch verraten, Gallenkoliken machen keinen Spaß. Ich hatte sie auch. Mir wurde auch die Gallenblase entfernt. Mit dem Unterschied, dass mir nicht der ganze Bauch aufgeschnitten wurde, sondern ich hatte diese wunderschöne Drei-Einstichstellen-Technik, keine Ahnung, wie man das genau nennt, aber die haben dann da so Endoskope reingeführt, haben das abgeschnitten und rausgesaugt. So. Was wollte ich? Ach ja, genau. Das sind Schmerzen. Das sind wirklich harte Schmerzen, die man da hat, vor allem so nach dem Essen und so, weil natürlich die Gallenblase versucht, Gallensaft rauszupressen und das nicht kann, wegen den Steinen, die man da drin hat. Und das macht keinen Spaß. Also da bin ich auch tatsächlich einmal ganz kurz vor der Ohnmacht gewesen bei den Schmerzen. Die waren heftig. Ich hätte gerne studiert, ja. Was hättest du gerne? Rainer, bitte. Du hättest gerne studiert. Jetzt hör aber mal auf. Ne? Du hast dich nicht mal darum gekümmert, dass du deinen Hauptschulabschluss nachmachen kannst. Ne? Weil da wurden dir ja etliche Steine in den Weg gelegt. Es gab diese wunderschöne Aufnahme mit dem Bärchen. Nee, es war kein Bärchen, es war Schrabberdabber. Stimmt. Schrabberdabber war das. Die hat dir versucht, nahezulegen, du mögest doch den Hauptschulabschluss nachmachen, einfach Volkshochschule. Aber es waren immer die anderen schuld, warum das nicht ging. Du durftest plötzlich auch nicht, weil du zu schlecht warst und was weiß ich nicht alles, Rainerle. Gern studiert. Wusstest du das? Es gibt verschiedene Bereiche, die mich interessiert hätten, tatsächlich. Lass mich raten. Musik. Also, reden wir jetzt von realistischen Sachen? Ja, realistisch, Ja, realistisch. natürlich. Also, verhältnismäßig realistisch, da ich ja keine Möglichkeit habe zu studieren oder auch keine Möglichkeit Ja. gehabt hätte. Und ja, es kommt bitte nicht mit Gegenargumenten, weil ich habe alles versucht tatsächlich, um wirklich teilweise meine Qualifikation so weit zu erhöhen, dass ich irgendwie zumindest ansatzweise in die Richtung gehen kann. Nein. Hat nicht Früher war geklappt, alles weil ich gut, keine heute ist der Chance. Rainer. Nein, wie gesagt, Schrabadabba wollte ihm tatsächlich helfen, einen Hauptschulabschluss nachzumachen.
Aber Rainerle war einfach zu faul und hat sich eigentlich auch gar nicht dafür interessiert. Rainer redet gerne, aber Rainer tut nicht gerne irgendetwas dafür. Ne? Am liebsten mag er es, wenn Dinge einfach so passieren. Er möchte am liebsten nur da sitzen, mit Geld beschmissen werden und den ganzen lieben langen Tag Monsterle trinken und ja, Videospiele spielen. Weil ich keine Chance bekommen habe dazu. Ach. Und sowas ist hier nicht erlaubt, ne? Ist ja schon klar. Aber jetzt mal angenommen, jedenfalls, was ich gerne gemacht hätte, das wäre Musik tatsächlich. Mhm. Ja, ja. Wenn man wirklich ins Unrealistische gehen würde. Rainer, du hast es doch nicht mal geschafft, in irgendeiner Form ein Instrument zu lernen. Du hast da so viele Instrumente tatsächlich. Schlagzeug, Bass, Keyboard, bestimmt irgendwo noch eine Gitarre. Und ich vergesse bestimmt auch so einige Instrumente jetzt noch, die du mal präsentiert hast. Aber nicht eines davon hast du auch mal im Ansatz angefangen zu lernen. Also richtig, richtig, richtig Unrealistisches gehen würde, dann wäre es wirklich Medizin oder Physik, Quatsch, Physik, Blödsinn, Medizin Psychologie. Oder Psychologie tatsächlich, ja. Ja. Gut, er hat gesagt, völlig unrealistisch. Dem kann ich nur beipflichten. Es gibt auch noch andere Sachen. Ja, ist ja sehr interessant. Astronomie, Astrologie würde mich interessieren. Ob ich das als Studium machen würde, weiß ich tatsächlich nicht. Aber wenn man studiert, kann man ja Nebenfächer noch wählen tatsächlich. Ja. Vielleicht hätte ich wirklich mal sowas zumindest mal ein paar Monate versucht. Interessiert hätte es mich auf jeden Fall. Archäologie gehört auch dazu, wobei mich Archäologie weniger interessiert als, jetzt habe ich den Namen vergessen. Archäologie ist ja der Hauptbegriff, der Sammelbegriff. Gott, wie hat er... Meine Güte, was ist denn jetzt los? Geheißen. Nee, Dinosaurier halt. Also, Paläontologie? Meint er das vielleicht? Es gibt ja Archäologie, ist ja der Sammelbegriff, und dann gibt es ja noch Unterkategorien für Paläontologie. Paläontologie, genau. Mensch. Ja. Den Begriff habe ich jetzt gesucht. Das hätte mich halt interessiert tatsächlich. So über die Dinosaurierzeit. Und wenn ich sowas studiert hätte und darin wirklich ein Wissenschaftler geworden gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich versucht zu beweisen, dass es Drachen gegeben hat. Ja, und eigentlich hast du genau mit diesem Satz schon bewiesen, warum du kein Student bist, Rainer. Und studieren ist tatsächlich auch mit Arbeit verbunden. Ne? Und zwar eigenständiges Arbeiten in der Regel. Und das schaffst du nicht. Und wenn du so... Und ja, das meine ich ernst. Art Selbststudium machst, gerade über das Thema, man kann sich ja auch in ein Thema selbst viel reinlesen und... Das ist halt mein Problem. Du bist stinkend faul. Das hier mich für so viele verschiedene Bereiche und so viele Bereiche, die halt wirklich krasse Unterschiede aufweisen, wie zum Beispiel wirklich Medizin oder Psychologie, wirklich Wissenschaft des Geistes, bis hin zu wirklich eben Paläontologie, Dinosaurierzeitalter. Ja, und ich interessiere mich auch für einige Dinge, die halt interessant sind. Auch im Bereich der Medizin oder was weiß ich, schaue ich mir auch ganz gerne mal eine Doku an oder ähnliches. Aber studieren ist ja nochmal was ganz anderes. Ne? Auch sich da richtig mit zu befassen und da richtig in das Thema reinzukommen, ne? Das ist auch nochmal eine ganz andere Sache. Nur weil man da ein bisschen Interesse dran hat, wird man ja noch lange kein Profi da drin oder halt ein Experte. Bis hin wirklich zum Universum und die Technologie der Zukunft und so weiter. Das sind halt wirklich solche krassen Gegensätze, dass ich halt mich heute mal dafür interessiere, morgen dafür interessiere. Deswegen ist es für mich echt ein Problem, mich in solche Sachen wirklich selbst reinzulesen. Es gibt Punkte, die mich besonders interessieren, wie jetzt zum Beispiel die schwarze Materie. Dann schaue ich mir halt Studien an oder lese. Studien? Du schaust ja hundertprozentig keine Studien,
zu schwarzer Materie an, lieber Reinalde. Du schaust dir irgendeinen YouTuber an, der ein bisschen was über schwarze Materie philosophiert. Aber ganz bestimmt keine Studien wirst du dir durchlesen. Lese mich in Sachen rein oder schau mir irgendwelche Dokumentationen an. Tierwelt ist genau dasselbe, da mache ich dasselbe. Oder halt mal das Universum und was weiß ich alles. Also Dinosaurier zum Beispiel. Ich glaube, ich habe schon jede Dokumentation auf Deutsch gesehen, die es über Dinosaurier gibt. Bezweifle ich stark. Ich weiß nicht, wie viele Dokumentationen es bei NTV gibt oder bei N24, die jede Nacht laufen. Wahrscheinlich meint er das sogar. Wahrscheinlich. Oh nee, Rainer guckt, glaube ich, kein Fernsehen, ne? Wahrscheinlich hat er Dinosaurier bei YouTube eingegeben und dann sich da alles durchgeschaut. Tatsächlich. Zumindest jeder, die man auf YouTube findet oder die es im Fernsehen gibt. Oder gar. Ah, ja. N24, NTV. Weil da gibt es ja leider nicht so viel tatsächlich. Also. Ich bin sogar so weit gegangen, dass ich mich sogar für die Sachen interessiert habe, die nach der Dinosaurier-Ära passiert sind. Also quasi dann das. Kreidezeit oder was ist das? Oder Jurazeit? Ich bin da nicht so im Thema. Aber zum Glück habe ich hier Reinele, der sich da bestens auskennt. Zeitalter, also alles, was vor Menschen war, so, beziehungsweise der Anfang vor Menschen hat quasi, also so der. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Moment, gleich habe ich es wieder. Nee, nicht Mensch als solches. Also die Menschen haben in dem Zeitalter schon existiert, aber ich habe mich nicht über die Menschen informiert, sondern halt über die Lebewesen und die Tierwelt dieser Zeit. Mhm. Wie zum Beispiel die Eiszeit und so weiter, ne? Ja. Also speziell die Zeitalter, meine ich jetzt halt, da habe ich mich über verschiedene informiert. Zum Beispiel, wusstet ihr, dass es ein Killerschwein gegeben hat? Wirklich ein Killerschwein, das am Anfang jagen ging? Und später dann größer und größer wurde, und weil es dann nicht mehr jagen gegangen ist, sondern einfach ein Aasfresser wurde. Voll interessant. Ach, das klingt so nach einer N24-Dokumentation. Ah, aber er hat recht. Gibt's tatsächlich. Auf NTV. Ja, das Killerschwein der Urzeit. Interessant. Alter. Ja, da gibt's halt, müsst ihr mal schauen, auf YouTube gibt's eine Dokumentation, das Killerschwein. Hat er recht. Bitte? Lief das auf NTV? Ja. NTV, ja, das kann sein, tatsächlich, weiß ich nicht. Also es kam, gibt's auf jeden Fall auf YouTube gibt's auf jeden Fall die Dokumentation dazu auch. Wenn man mal angeschaut. Das ist echt krass, Alter, was da passiert ist. Da ist halt, es gab zum Beispiel mal einen Bärenhund, glaube ich, war das, irgendwie sowas. Ein Bärenhund. Ja, wieso nicht? Vielleicht. Krass, ey, was da alles gegeben hat. Es gibt noch eine Dokumentation, die suche ich allerdings noch. Die habe ich mal im Fernsehen gesehen. Die finde ich einfach nicht mehr. Darin ging es um die Menschheit. Was passiert, wenn die Menschheit stirbt? Ach. Und wie halt sich die Lebewesen weiterentwickeln. Ist eine NTV oder N24-Doku tun sich beide ja nichts. Aber habe ich auch schon mal irgendwo eine Werbung dazu gesehen bei NTV. Ich glaube, ach, keine Ahnung. Aber wie gesagt, das sind diese typischen NTV, N24-Dokus, die nachts durchgängig laufen. Und da, N24 ist das. Warte, Moment, ja. Moment, nee, da gibt's verschiedene. Die mich interessiert, ist die. Da gab es dann irgendwie was mit einem Riesenkalmar, der an Land lebt. Ja, ich kenne das. Da. Aber ich weiß einfach nicht, wie die heißt. Ich finde die einfach nicht. Die Zukunft ist Zukunft wild. Von den Menschen, oder? Die Zukunft ist wild, heißt das. Zukunft ist wild, sicher? Ja, ich hab das Buch. Auf jeden Fall heißt das Buch davon. Da gab es auch so fliegende Fische. Ja, genau. Ja, es gab damals, das waren damals zwei Dokumentationen, die gekommen sind. Da gab es eine Dokumentation über das Universum, über drei verschiedene Planeten im Universum. Und ich verstehe auch nicht, warum Reinerle immer die Menschheit so verteufelt. Er ist doch genau das Problem. Er ist der Konsument schlechthin. Er hat überhaupt keinen Mehrwert für die Gesellschaft, ne? Er ist überhaupt kein Teil dieser Gesellschaft.
Und er ist total schädlich für diesen Planeten. Er beutet diesen Planeten selber aus. Die ganzen Rohstoffe, die er da nutzt. Sein Auto jetzt. Also er ist der Vorzeigetyp überhaupt, warum es dem Planeten oder der Natur schlechter geht. Der typische Konsument. Und eben über das mit den... Also ich will jetzt hier nicht anklagend sein, ne? Ich bin wahrscheinlich der Letzte, der hier irgendwie irgendjemanden anklagen sollte, mit der Natur besser umzugehen. Aber Rainerle, ich verstehe ihn nicht, warum er immer sagt, die Menschheit tut dem Planeten nicht gut. Mit unserer Welt, wo quasi man sieht, wie die Welt langsam aber sich jetzt zerfällt, wie die Menschen langsam verschwunden sind, oder halt nach und so weiter. Und dann gab es irgendwie auch so ein komisch, eine Art Schwamm war das, oder so ein Schleim halt, der jetzt von einem Baum in so, auf so einem Riesenkalmar getropft ist und durch seine Poren in ihn eingedrungen und hat dann sein Gehirn befallen und hat dann dafür gesorgt, dass der immer weiter läuft und sich halt weiter verbreitet und dann irgendwann hat er einen Teil von sich ausgenießt, um sich quasi weiter zu verbreiten. Voll krass. Jetzt schaue ich mal kurz. Wie hast du gesagt? Die Zukunft ist wild, heißt es. Die Zukunft ist wild, ja. Drache, Unterstützung aus Franken ist auch da, gell? Kannst du dir hier gerne mal noch einen Ofenkäse? Was ist da? Unterstützung aus Franken ist da. Naja, aber... Ah ja. Okay, da sind auf jeden Fall ein paar Sachen gekommen. Und was ist das? Wow, und das fünfte Ergebnis ist wieder mal irgendein Porno-Trailer. Lol. Oh, und das... Was? Was redet der da? Ich habe das jetzt auch mal gegoogelt. Die Zukunft ist wild. Da ist nichts mit Pornhub. Okay. Ist auf YouTube, Alter. Oh Mann. Ich muss mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich könnte es dir ja schicken, glaube ich. Wie würde unsere Erde ohne Menschen aussehen? Dokumentation 2015. Das ist aber nicht 2015 gelaufen. Nee, das lief früher. Das ist die falsche. Die habe ich auch vorhin gerade gesucht. Aber schaust du allgemein viele Dokumentationen oder was schaust du eher im Fernsehen? Also in meiner Schulzeit und in Kindergartenzeit tatsächlich habe ich, in meiner Kindergartenzeit habe ich keine Spielfilme geschaut. Und ich meine wirklich keine. In deiner Kindergartenzeit? Spielfilme? Wovon redest du? Ich dachte, hast du nicht mal gesagt, du hast diese ganzen klassischen Disney-Filme auch gesehen? Alles, was sobald der Spielfilm gekommen ist, bin ich entweder aus dem Zimmer gegangen oder umgeschalten und habe versucht, einen Zeichentrick zu finden. Also ich habe nur Zeichentrick geschaut. Die einzige... Und was waren da so damals in deiner Zeit so für Favoriten? Die einzige Ausnahme sind eben Tierdokumentationen gewesen damals. Nein, ich habe einfach keine geschaut. Ich mochte die einfach nicht. Die haben mir überhaupt nicht gepasst. Und wisst ihr, was lustig ist? Ich wusste ewig nicht, dass die Spielfilme heißen. Als Kind habe ich immer gesagt, die Filme, die echt sind. Weil er auch der Handlung nicht folgen konnte. Gehe ich ganz stark von aus. Einer, der konnte einfach dieser Handlung nicht folgen. Also 1,5 Stunden Film und dann auch noch Werbung dazwischen, wo du dir ja merken musst, was dann davor passiert ist. Ich glaube, das war eine Herausforderung. Weil es halt echte Menschen sind da drin, weißt du? Und keine Zeichentrickfiguren. Da habe ich immer gesagt, das ist schon der Film da mit der Frau, die echt ist. Und ich so, meine Mutter so, was willst du von mir? Ja, weil einer der ersten Spielfilme war damals, damals habe ich immer Baby dazu gesagt, Dirty Dancing war das damals. Ich bin alt. Nein. Du bist ein Jahr jünger als ich, Rainerle. Du bist nicht alt. Du tust nur immer so gerne so, als wärst du alt. Wie auch immer. Was hast du jetzt noch gefragt? Was deine Sachen, also so, ich denke, du hast gerade durchgeschaut, ne? Ja. Kommt immer drauf an. Da gab es auch zum Beispiel mal Serien, die ich ja zeitlang verfolgt habe und die dann irgendwann abgeschafft wurden. Vor allem da Nickelodeon gab es ja damals. Das ist ja jetzt Nick. Gibt es ja wieder. Aber Nickelodeon ist in Deutschland ja mal abgeschafft worden eine Zeit lang. Die sind ja pleite gegangen in Deutschland. Irgendwie. Und
Nickelodeon gab es damals eine Serie, eine Zeichentrickserie mit, oder eine Animationsserie, wie auch immer, Runenserie mit einem Jungen. Ja. Und Atlantis, tief im Meer. Ah, du meinst. Der da irgendwie Abenteuer erlebt, aber ich weiß. Oder? Wie? Nee, das hieß, das war auch super, ist ja so ein Film, war das mal. Das war so ein Film, das, keine Serie. Das war aber es gibt ja auch. Nee, das, was ich meine, ist eine Serie. Und mir fällt einfach nicht meinst mehr. Du, ich war damals einfach zu jung. Nein. Das war irgendwie ein außerirdischer Junge. Es war auf der Erde, in Atlantis quasi, unter Wasser. Aber der war irgendwie alleine, hat irgendwie ein Raumschiff gehabt da und Kontakt mit jemandem oder Universum irgendwo oder Kontakt gehabt. Hm. Mir fällt aber einfach nicht ein, wie der heißt. Und tatsächlich ist das Problem. Unterwegs nach Atlantis. Könnte auch sein. Warte mal, ich schau mal kurz nach. Vielleicht finde ich ja was. Wenn ich sehe, weiß ich, wie es heißt. Cookie ist ein Disney-Film gewesen von Atlantis, The Lost Empire. Das ist ein Film gewesen, der war mal auf Superhelden. Also unterwegs nach Atlantis ist halt aus den 80ern. Ist halt eine Ja, das, was ich meine, ist auch 70er, 80er, 90er ist das auch. Ich bin ja 89er. Also so, weiß nicht, 95. Dass das unterwegs nach Atlantis ist. Das ist aber keine Zeichentrickserie, ne? Schaut nicht so aus zumindest. Nein. Gib mal ein, das ist was anderes. Nee. Dann kommen da diese Bilder und dann gehen wir auf Bilder. Es war aber Nickelodeon, ne? Und wie jetzt muss ich nochmal dazwischen, weil ich verfolge das erst seit kurzem. Ich habe erst von einem Kumpel gehört, so eigentlich, dass es dich gibt. So, warum hast du eigentlich dir gedacht, ja, jetzt fange ich mit YouTube an? So, also allgemein, was war. Das schnelle Geld, mein lieber Freund. Das schnelle Geld. Beziehungsweise nicht das schnelle, das einfache Geld, hat Reinhard gesucht. Mit wenig Aufwand möglichst viel Geld verdienen. Und natürlich. Fame. Reinerle wäre so gerne wie Gronkh, der liebenswürdige Onkel, der Videospiele spielt und dafür auch noch Fans hat und angehimmelt wird. Das wäre Reinerle so gerne. War so dein Grundgedanke? Einer meiner damaligen Intentionen war, meine Kumpels haben gesagt, ey, du bist ja verrückt, so zu headbangen, weil ich mir halt echt die Fresse weggebangt habe, ne? Hm. Und das meine ich ernst. Ich habe mir wirklich die Fresse weggebangt. Ich war so schnell und so am Abgehen, dass die Leute, dass schon ein paar immer Angst gehabt haben, geht's dir gut? Und ich so, ja, was ist los? Ja, es hat ausgeschaut, dass mir gleich der Kopf abfällt. Ja. Ist das was Positives, wenn die Leute zu mir kommen und fragen, ob es mir gut geht? In Reiners Welt anscheinend schon. Und ich fand es damals lustig und cool und mir hat es gefallen. Und dann habe ich halt gesagt, okay, gehe ich halt her und teile es mit anderen. Hast du erstmal nur Videos gemacht, wie du headbangst oder was? Also die Serie finde ich die Serie gerade nicht. Ja, ich weiß auch nicht, das war. Ich habe auf YouTube nochmal geguckt, das war falsch. Ja. Ich habe jetzt öfters gehört, Atlantis. Irgendwas mit dem Ben oder so, wer ist das? Also weiß man da überhaupt darüber was oder mit dem Ben? Der war schon ab und zu bei meinen Gameplays dabei. Ja, aus dem Interview. Drache. Interview, ich habe mir ein Interview geführt. Gab's doch mal einen Drachenbruder im Interview mit deiner Schwester. Ach Gottes Willen, nee, ist eine ganz andere. Okay. muss man dich jetzt eigentlich Drache nennen? Den habt ihr auch noch nicht gesehen. Nenn mich wie du willst. Wieder mal ein Zitat. Den habt ihr noch nicht gesehen. Ich habe auch ihm gesagt, er soll 100 Pro auch Maske und einen Pulli anziehen, die er nie anhat. Maske hat er ja normalerweise nicht auf, aber er soll auch einen Pulli anziehen, den er nie anhat, damit man ihn halt wirklich auch nicht erkennt tatsächlich, weil das ist halt, das geht halt gar nicht tatsächlich. Das ist auch auf dieses neues Cover von diesem Ori Blind Forest, das ist der? Ja, ich dachte schon, ich habe meinen Namen gehört. Genau. Machst du das mit dem jetzt oder was? Ich habe das Video noch nicht angeschaut. Ja, das ist mit ihm zusammen. Mhm. Das ist jetzt die erste Folge, da bin ich jetzt am Spielen. In der nächsten Folge spielt quasi er, aber die wird ein bisschen länger dauern, bis die kommt. Die erste Folge ist nur so ein kleiner Teaser und soll vor allem ein bisschen zeigen. Wenn du das nochmal magst, dann fliegst du raus. Was denn? Ich hab dich gewarnt. User in your channel was banned from the server. User joined your channel. Das ist, was ich meine. Ich warne die Leute noch und die müssen es absichtlich weitermachen, weißt du?
Ja, ist auch egal. Mit Ori in the Blind Forest. Ach so, ja, ich habe das vor allem deswegen gemacht, das ist als kleiner Teaser ist es gedacht gewesen, auch als Reaktion, damit wir wissen, wie die Leute reagieren. Wir haben ja schon 10 Folgen oder was aufgenommen. Jetzt kommt halt erstmal, ich will jetzt erstmal Zelda fertig durchhauen bis Folge 78. Und dann kommt nur noch eine Folge am Tag, weil es geht danach noch weiter. Weil 78 ist quasi der letzte Bossfight. Und ich wollte halt, dass das mit drin, dass das halt ab dann nur noch ein Part kommt, damit ich halt auch andere Sachen wieder hochladen kann. Deswegen habe ich jetzt beschlossen, die halt einfach mal am Stück durchzuhauen. Deswegen kam jetzt zum Beispiel am Wochenende auch kein Harvest Moon. Das wollte ich auch fragen, was ist denn eigentlich mit Harvest Moon? Also kommt das noch nächste Woche, oder? Ja. Ich habe auch schon aufgenommen. Es gab zwei Gründe. Der erste Grund war natürlich, und das ist der Hauptgrund gewesen, weil ich halt Zelda hochladen will, dass ich das jetzt auf einmal durchhaue, weil so kommt am Freitag, Samstag ja normalerweise kein Zelda. Also ich sage jetzt natürlich nicht so viel, weil es ist reiner Skeldaber über diese ganzen Spiele. Wen interessiert das? Ich wollte jetzt unbedingt durchhauen. Jetzt habe ich allerdings das Problem auch. Das habe ich aber erst danach gemerkt, nachdem ich das auch gesagt habe, dass ich tatsächlich vergessen habe, die zu rendern. Oh nein, Reinald hat sie nicht gerendert. Schrecklich. Das ist jetzt eigentlich mit deinen Stromschulden, das habe ich auch nicht ganz gedacht. Was wird damit sein? Jetzt wird's endlich mal wieder interessanter. Und ich setze mich mal ordentlich hin. So. Auf geht's, Rainer. Stromschulden. Energy is a hater. Damit ist gar nichts. Hat beides nichts damit zu tun gehabt, tatsächlich. Weil es kam das Video von Adladi raus, da hast du derzeit dann welche runtergenommen, Videos. Da haben ja einige vermutet, dass du das wegen Adladi gemacht hast, weil du Angst hattest. Quatsch. Angst von dem, warum sollte ich? Habe ich doch keinen Grund dazu. Jetzt habe ich noch eine Frage an euch alle. Ja, bitte. Hat mir irgendeiner was zu sagen? Warum? Auch nur so, ich wollte wissen, ob irgendjemand rumgehält hat in der Zeit, wo ich jetzt nicht da war. Ist das eine Fangfrage oder was, Rainer? Ist etwa heimlich irgendwelche Spione eingeführt oder mitgehört tatsächlich? Ich war gerade selber auf Toilette, also ich habe keine Ahnung. Ah, ja. Ja, das ist ja eine Mittagspause für uns alle eben. Was ist eigentlich mit der Roast Yourself Challenge? Kommt die noch oder ist die gecancelt? Also hat mir keiner was zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Weil nichts sagen halte ich nämlich auch jetzt gerade wieder für einfach nur, ja, möchte gebannt werden. Ja, weil ich finde es echt schade. Ich weiß nicht. Also, Frankenstein, wie können wir ihn triggern? Du wirst mir zuhören. Also, ich finde es lächerlich, dass ihr mich überhaupt triggern wollt. Und ich finde es so einen Kindergarten, was ihr abzieht. Und zum Thema Argumentieren. Du, nur weil du meinst, dass ich Scheiße labe, heißt es noch nicht, dass es Scheiße ist. Wenn jemand real logisch denkt, was du offenbar nicht kannst, weil du kannst einen anderen Menschen noch nicht mal anständig ausreden lassen, der noch dazu normal, ruhig mit dir spricht. Es ist einfach so lächerlich. Und ich finde es so einen Kindergarten. Ich verstehe euch einfach nicht. Ich meine... Das wird sich die nächsten Jahre auch nicht ändern, Reinhard. Ich gehe mit Logik an die Sache ran. Nein. Also, Logik, nein. Logisch wäre gewesen, wenn du dich 2 Jahre vorher gelöscht hättest. Ne? Wenn du dir eine Arbeit gesucht hättest, mit dem du dein Haus und Hof bewirtschaften kannst und vielleicht dann Headbang-Videos hochgeladen hättest als Zeitvertreib. Aber das, was du da treibst, das ist weit weg von jedweder Logik. Ich bin schon immer ein logischer Mensch gewesen. Nein, ich lass dich jetzt nicht reden. Du hattest deine Chance, kurz ruhig zu sein und hast mich dauernd unterbrochen. Das ist dein Fehler, nicht meiner. Warum ist er nochmal ein Diktator? Oder so? Unsympathisch? Arrogant? So, und wenn du dich ganz mutest, fliegst du gleich ganz raus. Wenn du jetzt nur das Mikro mutest, bringt er ja eh nichts. Also, du musst schon Reinhardts Monolog zuhören, bitte.
Ich finde es einfach komplett lächerlich. Wie können wir ihn triggern? Wenn ihr nur hier drinnen seid, um zu sehen, wie ich ausraste, wenn ihr nur hier drinnen seid, um zu sehen, wie ich ausraste, dann werde ich euch nur eine Sache sagen. Ich werde euch so brutal hart enttäuschen, wie ihr noch nie enttäuscht wurdet. Darf ich kurz reingrätschen? Ich habe das ja gesagt, ich bin Frankenstein. Und ich habe weiß, dass du das gesagt hast. Was ich meine. Weiß, dass du das gesagt hast. Rainer, kannst du ihn denn nicht bitte einmal ausreden lassen? Hm? Er hat dich doch jetzt auch reden lassen. Aber gut. Regeln gelten halt nur für andere, nicht für Rainerle. Du wirst es mir wahrscheinlich... Disconnected. Error. Ich find's echt schade und traurig tatsächlich. Was soll denn das? Warum lässt du ihn denn jetzt nicht ausreden? Warum die Bannwelle? Hallo. Weil ich aufs Klo gehen wollte und mir kurz überlegt habe, wirklich, also ich muss wirklich aufs Klo und ich wollte auch gehen. Ich habe mich kurz gemutet, war aber dann im Moment noch da, als jemand gesagt hat, und wie könnten wir ihn jetzt triggern, und dann kurz drüber gesprochen haben, wie sie mich triggern könnten. Und ich denke mir einfach, nö, ihr triggert mich einfach nicht, weil den Gefallen tue ich euch nicht. Hab dann noch vernünftig und anständig versucht, mit ihnen zu argumentieren. Naja. Und letzten Endes hat es natürlich wieder zu einer Sache geführt. Die Hater haben einfach keine Logik und handeln total unlogisch. Finde ich nach wie vor schade und traurig, aber einem Menschen, der unlogisch ist und unlogisch handelt, den kann man eben keine mit Vernunft und Logik nicht beikommen. Finde ich echt traurig tatsächlich. Du arrogantes Rainerle. Nein, die Hater spiegeln dich einfach nur, Rainer. Ne? Du wirst einfach nur gespiegelt. Von wegen Logik und Vernunft. Bitte. Aber das wird sich wohl auch nie ändern. Rainer, tatsächlich muss ich jetzt gar nicht mehr aufs Klo, merke ich gerade. Hast du in die Hose gemacht? Lange genug. Nein, ich habe nicht in die Hose gemacht. Und wenn du das nochmal fragst, fliegst du. Warum? War doch witzig. Mensch, Rainer. Ich dachte, du bist so selbstironisch. Warum kannst du denn nicht über dich selber lachen? In die Hose gemacht? Ganz ehrlich, aus die Maus, so lächerlich. Er kann doch sagen. Das ist genau das Gleiche wieder. Warum müsst ihr so einen Scheiß abziehen? Warum macht ihr so einen Kindergarten? Was denn für ein Kindergarten, Rainer? Das war doch witzig. Ich dachte, du kannst über dich selber lachen. Verstehst nicht. Was habe ich euch getan? Ich rede hier normal, ich schreie nicht. Nein, du redest von oben herab. Ne? Du machst dir wieder einen auf Arroganzlord und Eloquenzlord und denkst, du bist hier das höchste Wesen, wenn man das mal so sagen darf, ne, lieber Rainerle? Und alle anderen sind so dumm. Und ja. Ja. Ich bin meiner Meinung nach nicht arrogant. Ich hoffe, ich komme nicht arrogant rüber im Moment. Doch. Du merkst es nur nicht. Vernünftig, logisch und normal mit euch zu sprechen. Nein. Und anstatt hier irgendwie sich, keine Ahnung, vernünftig zu benehmen, was ich persönlich zum guten Ton, vom guten Moment, was ich für einen Fall des guten Tons halte, mit dem ich erzogen wurde und mit dem eigentlich nahezu, hoffe ich zumindest, der Großteil von uns. Ja, du hast deine Mutter selber beleidigt, Reinhard. Ne? So wie der nette Kollege es hier jetzt nochmal beschrieben hat. Der Großteil von uns erzogen wurde, du fliegst schon, keine Sorge. Hab dich schon markiert. Ich finde es nur extrem schade. Was bist denn du für ein Lappen, ey? Der Lappen bist du, und ich persönlich an deiner Stelle würde lieber mal drüber nachdenken, was ich tue. Es ist total lächerlich. Warum muss ich sowas machen? Ja, gut. Sehr gut. Oh, der mit dem Soundboard, der ist ja mein Favorit, tatsächlich. Ob Rainer überhaupt gemerkt hat, dass er das selber gewesen ist, die Tonaufnahme? Hm. Rainer, ich heiße Rainer! Mit einem fetten Ohr! Ach du meine Güte. Oh Gott, oh Gott. Ist deine eigene Stimme so hässlich, dass du nicht normal reden kannst? Will sich gleich noch jemand zu Wort melden, dann können wir uns heute dann ruhig. Du hast noch eine Chance, normal dich zu Wort zu melden, bevor ich dich mute. Okay, tut mir leid. Okay, dann tu mir den Gefallen und erklär mir jetzt vernünftig und anständig, wie ein erwachsener Mensch, der du hoffentlich auch bist, ja. Weiß nicht, wie alt du bist,
Warum du so einen Kindergarten abziehst? Zur Unterhaltung eigentlich nur. Oh, du findest das unterhaltsam? Ja. Also ich feiere. Und hast du eine seltsame Art von Unterhaltung? Bitte um Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, du darfst reden. Ja, ich war ja vorgestern hier, habe mich ja mit dir kurz unterhalten. Und es war auch ziemlich lustig. Und jetzt bin ich wieder hier drin. Du müsstest, da du ja einen hohen IQ in Stimmerkennung hast, du eigentlich auch wissen, wer ich bin. Ich habe es vorhin im. Ich habe gerade den ganzen Raum gebannt und ich habe es in dem Raum schon gesagt. Wenn ich in einem Raum bin mit vielen Leuten, wenn ich mich mit den Leuten nicht lange genug unterhalte und davon, ich rede da wirklich von Stunden und einem guten Gespräch, in dem ich auch nicht merke und auch nicht jetzt gerade denke, dass jemand ein Hater ist, achte ich da nicht groß drauf auf die Stimme und ich merke mir die Stimme nicht. Weil, und das habe ich auch gerade argumentiert, ich jedes Mal, wenn ich mir eine neue Stimme merken muss, oder merke, quasi in Anführungszeichen, das ist symbolisch gemeint, ein Lied vergessen würde und das ist es mir nicht wert. Wenn du nicht den Zusammenhang zwischen Stimme und wenn du nicht den Zusammenhang zwischen Stimme und Lied erkennst, dann ja. Drache, ja, Kollege. Du kannst mich auch gleich bannen. Ich wollte nur, ich will dich jetzt nicht beleidigen, ich wollte, was ich sagen wollte, ist einfach nur, ich finde das wirklich schön und gut, dass du wieder öfter hier bist auf deinem TS und einfach jetzt in den letzten Tagen, auch am Wochenende jetzt, viel neues Matt geliefert hast. Also das ist, finde ich, echt gut. Stimmt nicht, weil ich habe es schon 1000 Mal gesagt. Ja. Ich verfolge euren Kindergarten nicht, weil ich nichts verfolge, was ich für Zeitverschwendung halte. Ach so, das ist natürlich und alles, was mit Hatern zu tun hat, betrachte ich als Zeitverschwendung. Und wenn ich irgendwas mal irgendwo irgendwie in einer Art und Weise in einem einzelnen Video mal erwähne oder kommentiert habe, dann ist es ein Einzelfall. Ist mir auch scheißegal. Ich weiß nicht, wer das war, aber irgendjemand hat meine Schwester mit einer PC-Computerstimme angerufen und hat gesagt, pass auf, ich weiß, wo du wohnst. Wer auch immer das war. Traut euch, kommt zu mir als Schauberg 8. Okay, dann argumentier doch mal, warum du jetzt so einen Kindergarten abziehst. Ach, Rainer, tu doch nicht so. Meine Güte. Er lässt wieder den Arroganzlord raushängen. Ach, lieber Rainer. Weil ich das so lustig finde, das Video. Der Grund dieses Videos war eine Kurzschlussreaktion darauf, dass ich meine Schwester versucht habe zu beschützen. Nein, ich sag's gerne wieder. Du hast es auf dich umgemünzt, Rainerle. Deine Schwester wurde angerufen, weil sie jemandem 50 Euro geschuldet hat. Du hast es auf dich umgemünzt und umgewälzt und gedacht, ah, die Leute rufen meine Schwester an, weil wegen mir. Dann wolltest du als der große Beschützer dastehen. Ne? Deine Familie oder deine Schwester, die waren dir eigentlich völlig egal in dem Moment. Davon gehe ich aus. Ne? Es ging einzig um dich, Rainer. Nur um dich. Und es geht auch weiterhin und einzig und allein nur um dich. Ich habe in einem Nazi-Forum gelesen gehabt, dass jemand da, und das haben die vorher anscheinend schon öfter gemacht, meine Schwester vergewaltigen wollen. Klar. Und dass die meine Schwester, das habe ich am gleichen Abend noch erfahren, mit einer Computerstimme angerufen haben, woraufhin ich gedacht habe, und es war auch hinterher schlussfolgernd richtig, dass jemand definitiv meiner Schwester an die Wäsche will oder irgendeinen Scheiß mit ihr anstellen will. Daraufhin habe ich dieses Video innerhalb von kurzer... Daraufhin habe ich... Weißt du was? Kannst du nicht einmal einen ausreden lassen, oder? User in your channel was joined your channel. Hat sie auch noch umbenannt, hat gemeint, ich sehe nicht, oder was? Es ist einfach, ihr versteht, das wisst ihr, ihr handelt genauso, wie ich damals gehandelt habe. Ihr informiert euch nicht darüber, handelt kopflos. Und anstatt, dass ihr wirklich euch darüber informiert und mal darüber nachdenkt, warum so ein Video überhaupt entstanden ist. Wie war das noch? Wie wollen wir ihn triggern? Er muss uns leider enttäuschen, denn er lässt sich nicht triggern. Ne? Lacht ihr euch den Arsch drüber ab, weil das Video für euch lustig ist, weil da jemand ausrastet? Finde es echt in Ermangelung eines besseren Wortes asozial, okay, wenn man sich über den Schmerz, den Leid, das Leid und auch noch den versuchten Beschützerinstinkt von jemandem lustig macht.
nur weil er sich darüber aufgeregt hat. Ich finde es einfach lächerlich, was ihr hier wieder abzieht. Es ist kein Grund, und das gilt egal für mein Video oder für ein anderes Video. Ja. Es gibt keinen Grund, sich über jemanden lustig zu machen, doch, der sich aufregt und der gerade fertig ist. Nein, doch, doch, und wenn doch. Du ein Mensch bist, doch. Nein, und wenn du ein Mensch bist, der so handelt und so ist, mhm, dann habe ich wirklich nur eine Sache zu sagen. Ja. Ja, Rainer, sollte ich diesen Menschen nicht kennen, hast du wahrscheinlich recht. Dann würde ich mich wahrscheinlich auch nicht über den lustig machen, wenn er in Rage ist oder halt fertig ist, wie du es nennst. Aber wir kennen dich. Wir wissen, was du auf dem Kerbholz hast. Und wenn es dir schlecht geht, geht's mir gut. Ja, geh und lass dir helfen. Man kann mich nicht besiegen, ich lebe ja noch, oder? Habt ihr mal kurz ein offenes Ohr? Hab ich gefragt. Hey, yo, Rainer, kann ich dir was fragen? User in your channel was user banned joined from the channel. Server. User in your user channel joined whoa. User in your channel. User in your channel. Der Bannhammer schlägt zu. User in your channel was banned from the server. User joined hallo, Drache. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. Alter. User joined your channel. User joined your channel. Boah! Was hier denn? Hallo! Hallo. Dumme Idee, ne? Dir ist klar, dass man im Chatlog sieht, wenn du dich umbenennst. User in your channel. User joined ich hab mich nicht umbenannt. Server. Hey, tut mir leid, da ich hab mich nicht umbenannt. Tut mir leid. Ach ja, und du hast Rainer Lösch dich geheißen? Nein, heiß ich nicht. Also, was ist dann das Problem? Ist Regenbogen scharf. Was? Levan Gurski ist Regenbogen scharf, Mann. Bitte? War gerade Quatsch. Ja, das ist eine Diffamierung. Warum behauptest du sowas? Ey, Rainer, hast du mal Bock, kurz zu uns in LOL Raum 2 hochzukommen? Wir chillen da schon die ganze Zeit oben und haben eigentlich nichts anderes. Wenn ich Lust hätte, in einen anderen Raum zu gehen, wäre ich schon längst in einem anderen Raum. Tut mir leid. Wie freundlich. Dann gehe ich wieder rauf, okay? Tschaußen. Viel Spaß. User left your channel. Ich habe mal eine Frage, User Rainer. Hättest du vielleicht bei deinem Auto auch noch irgendwas vor, da am Motor oder sowas zu verändern? Oder soll das nur optisch verändert werden? Optisch verändert? Wovon redest du überhaupt? Du hast doch deine Felgen gemacht von deinem... Ja, stimmt. Er hat seine Felgen rot angesprüht. Aber er war so schlau und hat diese Felgen nicht von den Reifen montiert. Deswegen waren die... Reifen auch wunderschön rot. Im Ford. Ja, und das ist optische Veränderung am Auto? Ja. Optische Veränderung am Auto ist für mich Spoiler, Motorhaube und so ein Zeug. Und die Felgen gehören nicht zum Auto, Rainer? Das sind nur Felgen. Ja, den habe ich mich falsch ausgedrückt. Ja, und die sind ein Teil des Autos. Ach, Rainer. Warum nennt man dich eigentlich arrogant? Also ich meinte, ob du irgendwas an der Leistung des Autos noch verändern möchtest. Ich hab die Felgen geändert, weil ich eine andere Farbe von den Felgen wollte, weil ich Silber auf Dauer langweilig finde. Mhm. Achso, ja, okay. Hat nichts mit Leistung oder sowas zu tun. Das hat Auto. Nein, Rainer. Er hat ja auch gefragt, ob du auch noch darüber hinaus etwas am Motor verändern willst. Genug Leistung. Was waren das nochmal für Modell? Ford? Fiesta? Mondeo. Mondeo, danke. Rainer, musstest du eigentlich die Achse wechseln nach deinem Unfall, oder? Was für eine Achse? Nein. Ja. Warum sollte... Was für ein Unfall? Wovon redet ihr überhaupt? Wir reden vom 17. Juli. Ihr seht es in den wichtigen Ereignissen. Der Autounfall. Also, du wärst auf Glatteis. Hey, da sind wir dann mal so weit informiert wie ein Schaf, das im Wolfsrudel steht. Was? Ich denke, das ist was? Auf dem Kongress von Was? Was ist denn das für ein Vergleich? Ein Schaf, das im Wolfsrudel steht. Okay. Muss ich kurz drüber nachdenken? Ergibt das Sinn? Nö. Ein Schaf. Was für eine Maschine. Ein gutes Argument eigentlich. Nö. Wer soll denn in diesem Verhältnis das Schaf sein? Du, Rainer? Oder die Hater? Und wer sind dann die Wölfe? Kannst du ja nicht sagen, es ist ja eine Mehrzahl. Hä?
VPNs sind verboten, Leute. VPNs sind verboten, Leute. Hab ich schon gedacht, es kommt wieder einer mit VPN rein. Nee, ich bin deutsch. Ja, aber es gab die Information, dass du eine Zeit lang dein Auto nicht benutzen konntest. Das stimmt doch. Konnte? Wer sagt es? Das war doch mal eine Zeit lang nicht angemeldet, hast du gesagt. Ja, es ist aber schon über ein Jahr her. Oder fast ein Jahr ist es her. Aber bei den Bildern, da sieht man doch, dass du irgendwo dagegen gefahren bist. Woher kommt das? Scharf ist verboten. War das ja Regenbogenscharf? Das war scharf, hab ich dir gesagt. Es war das Scharf. Es war aber anderer. Es war aber anderer, was du vorhin gesagt hast. Ey, Drache, ganz ehrlich, das war glaube ich nicht der Dings RBS. Es war das Scharf. Und Stolli, du bist auch hier nicht erwischt, das weißt du. Reinhalder hat einen hohen IQ in Stimmenerkennung. Natürlich war es das Scharf. Rainer, ich wollte mal fragen, gibt es eigentlich eine Fortsetzung zu deinem Wix-Video? Na, warum müsst ihr denn sowas fragen? Leider ja. Leider ja. Ja, gibt es. Das heißt, Hater auf die Schnauze. Hauptrolle hast du, indem du einen definitiv einen Bann kriegst, der dir ja, wahrscheinlich noch 10 Jahre... Aber warum? Er lädt doch diese Videos hoch ins Internet. Diese. Ja gut, er lädt sie tatsächlich auf einer Pornoseite hoch. Aber warum darf er dann nicht fragen? Der hier so richtig widerlich ist, ist Reinerle, der nämlich diese Seite auf seinem Kanal verlinkt hatte dann später. Ja, nur mal so. Wahrscheinlich noch 10 Jahre in den Ohren liegen wird und es ist eben dann das 6. Mal. Wir sehen schon die 6. Fortsetzung, das sieht man daran, wie schlecht der Film ist. User in your channel was banned from the server. User joined your channel. User in your channel was banned from the server. Es bringt auch nichts, ne? Also das hat Rainer da auch noch nie irgendwie kapiert. Bis er dann irgendwann tatsächlich diesen Discord kostenpflichtig gemacht hat. Aber davor ist man immer wieder auf diesen Teamspeak gekommen oder später dann noch diesen Discord. Ach Leute, wenn ihr nicht aufhört mit eurem Kindergarten, habe ich auch kein Problem, den ganzen Raum zu bannen. Und einfach alles dafür tun, so dich so gut wie möglich zu behandeln, dir so tief in den Arsch zu kriechen, Hauptsache, damit die keinen Bann. Ganz ehrlich, ja, nach allem, nach den letzten Jahren ist mir sowas, auch wenn ich sowas nicht mag, weit lieber als alles. Nein, das ist das Einzige, was du liebst. Die Leute sollen dir die Nille lutschen, ne? Dir nach dem Mund reden. Keine Widerworte auf deinem Discord, Teamspeak. Die heiligen Regeln des Drachen werden bitte eingehalten. Ansonsten Bann. Sofort. Aber jeder, der nach diesen heiligen Regeln lebt, der darf dann sich in der Sonne des Drachen aufhalten, in seiner Gegenwart. Alles andere. Ja, dass dir das gefällt, das kann ich mir gut vorstellen. So. Dass mir das lieber ist. Ich habe nicht gesagt, dass es mir gefällt. Ich sagte gerade sogar, dass es mir nicht gefällt und nicht passt. Ach so. Aber es ist mir immer noch lieber. Ich krieg so wenig Arbeitslosengeld. Alle verarschen mich. Dann geh arbeiten. Guten Tag. Hallo. Was geht? Ich hätte nicht gedacht, dass das doch dann nochmal nach diesem super langweiligen Doku-Talk jetzt nochmal losgeht. Sehr schön. Hey Rainer, wie war eigentlich ein Tag so? Was hast du heute so gemacht? Ja, erzähl mal. Also jetzt nicht heute Nacht so, sondern... Oder allgemein... Heute Nacht ist auch nicht heute am Tag. Ich hab keine Freizeit. Was gibt's denn? Zum Beispiel hab ich nicht. Was machst du denn ganz klar? Du hast doch letztens ein Feierabendbier getrunken. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Gott. Meine Güte. Nein, Rainer ist 24/7 unter Dauerstress. Ne? Der selbstständige YouTube-Lord, der selbstständige Schichtarbeiter,
Hat eigentlich nie frei. Er ist ständig am Arbeiten. Der arme Reinalde. Keine Freizeit. Nicht eine Sekunde. Von Urlaub fangen wir gar nicht erst an. Also bist du 24 Stunden, 7 Tage die Woche nur am Feierabend. Bier ist eine Bezeichnung. Ja. Das Bierchen am Feierabend, nachdem man gearbeitet hat. Was du nicht tust. Ja. Muss nicht heißen, dass es am Feierabend ist. Doch. Also vor der Arbeit würde ich es lieber nicht trinken oder zwischen der Arbeit. Ne? Aber du hast doch keine Arbeit. Danke. Gerade sagte ich, dass es nur eine Bezeichnung ist. Was verstehst du daran nicht? Hast du das Wort Bezeichnung nicht verstanden oder verstehst du nicht, was das Wort bedeutet? Das ist eine komische Analogie. Ich meine, wenn du sagst, es ist ein Schweinebraten, der ist nicht aus Schwein, es ist kein Schweinebraten und ist trotzdem eine Bezeichnung oder wie jetzt? Hat er nicht ganz unrecht, ja. Das stimmt wohl. Also ein Feierabendbier, das sagt ja eigentlich schon das Wort, oder? Zum Feierabend. Ja, jetzt warte ich nur auf den Bann, komm. Hau raus. Okay, Kollege, pass mal auf. Was bedeutet Feierabend? Ach, Rainer. Feierabend. Du Haare auf der Brust. User in your channel was in der Umgangssprache einfach nur, dass man den Arbeitstag beendet hat und dann seine Freizeit genießt. In der Umgangssprache, wenn du das Wort aber mal richtig analysierst. Feierabend, wenn ich abends feiere, klar. Umgangssprachlich bezeichnet der Feierabend. Ich feiere den Abend und deswegen saufe ich ein Bier, basta. Wie kann man eigentlich so unfassbar arrogant sein? Oder? Und wie kann man das selber nicht merken? Rainer, es ist die Freizeit nach der Arbeit, das Ende der Arbeitszeit, Feierabend. Ne? Man feiert den Abend und zwar nach getaner Arbeit. Liebes Rainerle. Ja, kommt nur auf die Definition an, wie du es definierst. Und Schweinebraten kannst du eben nicht anders definieren. Und es hat niemand was von Schweinebraten gesagt. Das ist schwachsinnig, Nee, er hat recht. Du und der Arbeit ist schwachsinnig. Dein Beispiel. Dein Beispiel. You were banned from user joined your channel. Ich habe überhaupt keinen Alkohol getrunken und du hörst mir zu, wenn ich rede. Ich habe hier das Wort. Ganz zu Anfang, im Part 1. Wurde ihm vorgeworfen, er wäre ein Diktator. Er kann gar nicht verstehen, warum er so genannt wird auf seinem Discord. Ich finde es absolut lächerlich, was du da gerade für einen Scheiß abziehst. Du beleidigst hier rum, ja, obwohl ich dir nichts getan habe. Und wenn du dein Mikro nicht unter Kontrolle hast, bist du der Nächste, der gemutet wird. Ich finde es absolut lächerlich, was du für einen Kindergarten abziehst. Ich habe dich gerade gewarnt, dann fliegst du den ganz... Oh Mann. Er hatte nur irgendwelche Tonaussätze. Aber Gott sei Dank kann man Rainerle nicht triggern. Ich finde das total lächerlich. Du kommst hier rein, beleidigst, ich habe dir nichts getan. Ich rede normal. Nein, du bist unfassbar arrogant, herablassend und du beleidigst auch die Leute. Ich schreie nicht. Ich bin weder stinksauer noch sonst was. Wegen so einem Abschaum mit dir, bitte um Entschuldigung. Was habe ich gerade gesagt? Also, dass er das selber nicht merkt, wie widerlich er einfach nur ist. Ne? Er braucht sich gar nicht wundern. Das ist eine Beleidigung. Wegen so einem Blödsinn wie dir und den Leuten wie dir lasse ich mich definitiv nicht mehr triggern, weil es ist einfach nur ein absoluter Kindergarten. Rainer, du bist getriggert. So viel mal dazu. Und wenn du jemanden beleidigst, bringt auch diese Entschuldigung, die danach kommt, herzlich wenig. Und damit würde ich nur die Meinung von den Leuten, die mich sowieso schon für einen Idioten halten, nur noch bestärken. Und das sehe ich definitiv nicht ein. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. User in your channel was banned from the server. Darf ich fragen, Rainer, was passiert du merkst ist? Aber schon, dass der Machtfilm, den du gerade zum Besten gibst, dich super arrogant vorüberkommen lässt, oder? Dankeschön. Danke, lieber Kollege. Ich bin gespannt, was Rainer dazu zu sagen hat.
Also bin ich derjenige gewesen, der mich und der ihn unterbrochen hat, oder war er derjenige, der mich hier beleidigt hat, gegen die Regeln hier im TS verstoßen hat und dann auch noch hergegangen ist und obwohl ich ihn mehrfach gebeten habe, mir zuzuhören, hier angefangen hat, hier rumzubrüllen und mich nicht mal zu Wort kommen hat lassen? Ja. Ach, Rainer, du merkst es nicht. Und das. Ja. Aber er ist nicht und du nennst es Machtfindel? Ja. Das ist ja nicht der Einzige, du bannst ganze Räume, weil dir halt gerade eine Person nicht passt. Ich banne nicht die ganzen Räume, weil mir das so einfällt, sondern ich banne die ganzen Räume deswegen, weil die ganzen Räume immer zusammenhalten und definitiv dadurch feststellt, dass das Haters sind. Und solche Leute haben auf meinem TS nichts verloren. Das ist ein TS für die Community. Selbst die Bundeswehr hat mittlerweile festgestellt, dass Kollektivstrafen verboten sind. Ja. Das ist ein Test für die Community und ich habe echt keinen Bock. Wer hat das gemacht? Ich habe echt keinen Bock auf diesen Kindergarten. Wenn ihr euch nicht ansatzweise gut benehmen könnt, dann habt ihr hier definitiv nichts verloren. Auf so einem Blödsinn. Nein, definitiv nicht. Wirklich, Matt? Wenn ja, hast du keine Ahnung, was das Wort bedeutet oder was die Leute damit in Bedeutung ziehen. Danke fürs Gespräch. User in your channel was banned from the server. Magst du denn petzen oder, also jetzt mal so ganz ehrlich gefragt, also auch schon früher in der Schule oder so, magst du denn petzen oder? Was hat sich anständig verhalten und darauf hinweisen, dass jemand sich absolut asozial daneben benimmt, bitte mit Petzen zu tun? Petzen, ich finde es einfach nur, man verhält sich anständig damit. Und ja, ich habe nichts gegen Petzen, wenn man sich dadurch anständig verhält und dafür sorgt, dass die Leute sich an die Regeln halten, die aufgestellt wurden. Im Real Life, wenn du irgendwelche Verfehlungen machst und irgendwelche Regeln missachtest, hast du weit höhere Strafen zu erwarten als einen Bann auf einem TS. Hey Drache, servus. Darüber solltest du mal nachdenken. Petzen mag keiner, Rainer Lim. Der größte Lump im ganzen Land ist und bleibt der Denunziant. Nur mal so. Wenn du mich jetzt wieder nervst, fliegst du auch. Denk drüber nach. Tut mir leid. Nerv nicht, ich geh wieder. Ich geh wieder rauf in den Raum LOL 2. Tschaußen. User left your channel. Hey, ich hab ihn gerade noch gewandt, oder? User joined your channel. An ihn. Hab ich das jetzt gerade getan? Oh, hab ich nicht mitbekommen. Doch, hab ich nicht getan, jetzt hab ich's getan. Mann, ey, tausendmal die gleichen Geschichten. Ich hab keinen Bock auf diesen Blödsinn. Wenn ich einmal Nein sage, wird es auch sich in 10 Minuten nicht ändern. Ja, aber Rainer, du musst doch auch irgendwann mal merken. Ach, was rede ich denn da? So ein Quatsch. Er hätte ja irgendwann mal merken müssen, dass sich nichts ändert, dass es nur schlimmer wird mit diesem Verhalten. Was wollten die ganze Zeit von dir? Ich soll hochkommen. Wenn ich hochkommen wollte, hätte ich es schon längst getan. Jetzt reicht's mal, aber ich hab dich vorhin schon gewarnt wegen deiner Ausdrucksweise. User in your channel was banned from the server. Wen hast du jetzt rausgehauen? Der hier gerade irgendwas von wegen Schwanzlutschen gesagt hat. Ah, okay. Wenn ich mich nicht verguckt hab, tatsächlich. User joined your channel. Oh Mann, immer der gleiche Kindergarten, ey, das ist so lächerlich. Das ist das beste Beispiel, dass du gerade den Falschen gebannt hast. Ja, und wird er den anderen, den er falsch gebannt hat, wieder entbannen? Das glaubt ihr doch selber nicht. Gut zu wissen. Und wer bist du? Ich hab nämlich gar nicht drauf geschaut, wer redet. Ich war gerade damit beschäftigt, mir anzuwichsen. Oh, bitte. Meine Güte. Wieso mögen dich die Leute nicht, Rainer? Weil du vielleicht einfach keinen sozialen Umgang pflegst, ne? Du weißt gar nicht mehr, wie man sich richtig mit Leuten unterhält. Mit anderen Mitmenschen. Das Einzige, was du kannst, ist provozieren und beleidigen. Volk. Ja. Ne, Abspitzsache ist da. User in your channel was banned from the server. Ich fühle mich Machtgirl auf. Ja, das tue ich definitiv gerade, weil ich einfach keinen Bock auf diesen Kindergarten habe. Ich werde euch so lange bannen. Ich tue jetzt mal was anderes für dich. Du kommst jetzt mal da unten rein. User was moved out of your channel. Zeit muss man haben, um so einen Scheiß abzuziehen. Du hörst dich müde. Bist
Ja, ich würde auch gerne pennen gehen. Dann geh doch. Rainer, geh doch einfach ins Bett. Meine Güte. Aber das Bannen macht dich so geil, dass du noch länger hier... Nein, ich habe es vorhin schon mal erklärt. Ich habe Angst, pennen zu gehen. Was? Achso, wegen den Schmerzen, oder? Hä, wieso Angst? Warum? Weil ich Schmerzen habe. Weil ich Schmerzen habe und wenn ich mich hinlege, kann ich nicht richtig atmen, wie ich hätte Verletzung. Ach, Rainer. Nein, nicht wegen der Verletzung. Wegen der Krankheit, die du da hast. Das fällt mir von dem Sitzen schwer. Wegen dem Angriff oder was? Ja, beim Sitzen schwierig, richtig zu schnaufen. Geh zum Arzt, verdammt. Davon überhaupt keine Ahnung, ich bin nur zum ersten Mal da. Was ist denn da passiert? Ja, hier sind immer alle zum Ich Ersten. Bin... Ja, das stimmt allerdings. Irgendwie ist jeder, der da reinjoint, immer zum ersten Mal da, ne? Aber Rainer, bitte erklär mir nochmal, was ist denn genau passiert? Ich bin mit einem Schlagstock angegriffen worden im Sommer. Und das Problem ist, der hat mich ja dreimal getroffen. Meine Reaktion ist zwar eigentlich besser gewesen als seine, was man am letzten Schlag und am zweiten Schlag gemerkt hat, aber am ersten Schlag war ich halt darauf vorbereitet und hat mich voll erwischt im Bauchmuskelbereich. Das Problem ist, dass da sich was gebildet hat und jetzt gelegentlich schmerzt, weil sich da dann Druck aufbaut und gegen die Muskeln drückt, was auf Dauer natürlich sau schmerzhaft ist. Das Problem... Man merkt, oder? Er war nie im Krankenhaus, er war nie beim Arzt. Niemals. Problem ist, dass diese Muskeln unablässig dafür sind, wenn man atmen muss. Deswegen tut es auch beim Atmen weh. Ja, du hättest den Roundhouse-Kick verpassen sollen. Das ist dein Ernst. Ja, du hast nicht dein Ernst. Du willst wegen sowas fliegen? Ist das dein Ernst? Nein, ich will wegen sowas nicht fliegen. Ich meine, ganz im Ernst, warum machst du sowas dann? Ja, Rainer, weil es deine Worte sind. Ne? Dann hattest du einen roten Faden, der da gefolgt ist. Und dann habe ich den irgendwie das Messer mit einem Art Roundhouse-Kick aus der Hand geschlagen. Naja. Und dabei hast du golden geleuchtet. Lass mich drauf das nicht. Ich. Ja, aber ja, ich habe Kampfsport gemacht und weiter. Nee, nein, das ist nicht. Ich hab den nicht zusammengefaltet, weil da andere waren und weil, wenn er in der Sekunde schneller gewesen wäre, als ich um mich rumgekommen wäre, weil ich war zwischen dem und dem gestanden und der auf die losgegangen wäre und der hat nämlich schon Anstalten gemacht dazu, dann wäre er auf die losgegangen. So ein Bullshit. Also wirklich. Also noch dümmer kann man eigentlich diese Geschichte nicht erzählen, oder? Rainerle, der große, große Beschützer vor diesen armen Posterkäufern da bei seinem Hof. Ey, Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Ich muss Sie leider enttäuschen, sie ist frei erfunden. Deswegen habe ich den jetzt zusammengefaltet. Wenn ich den zusammenfalten hätte wollen, würde der wahrscheinlich heute noch im Krankenhaus liegen. Und ich habe schon 100 Mal gesagt, du sollst mich nicht unterbrechen. Warum bist du jetzt schon wieder da? Das ist kein Erbrecher mit seiner schönen Luisa. Kein Erbrecher! Was hast du für Kampfsport gemacht? Aber du hast in Deutschland nie gedient. User in your channel was banned. Nee, Rainer, jetzt mal ganz im Ernst. User was sagt denn der Arzt dazu? Was banned from the server. Mann, immer der gleiche Kindergarten. Das ist so lächerlich. Ja, Rainer, wir wissen es. Es ist ein Kindergarten, es ist lächerlich. Was sagt denn der Arzt dazu, bitte? Nein, das war eine ganz normale Frage. Der Arzt sagt dazu gar nichts. Der hat nicht mit dir geredet. Er hat doch nicht mit dir geredet. Der Arzt sagt gar nichts dazu. Worauf ich vorhin hinaus wollte, war einfach nur... Er merkt nicht, wie arrogant er ist, oder? Okay. Weil da gibt es ja diesen TS-Mitschnitt, glaube ich, ist das, wo du erzählst, dass es da eine Situation gab, wo du dann einen roten Faden bekommen hast und nichts mehr gehört hast, nichts mehr gesehen hast. Und dann konntest du dich nur... Roten Faden? Ja. Hast du so gesagt. Roten Faden? Ja. Hast du so gesagt, Rainerle? Ja, roten Faden, das hast hab du ich so mit Sicherheit nicht gesagt. Doch. Ich gesagt, dass ich rot gesehen habe. Nein. Rot gesehen, aber ich möchte gerne bitte ausreden. Und dann hast du halt gesagt, dass das dann von der Frau geschildert wurde, dass du dann dem das Messer aus der Hand... Ich weiß, was ich gesagt habe und weiter. Nee, anscheinend ja nicht, denn es war der rote Faden, aber gut. Ja, könntest du mal irgendwie ein Video machen, wie du so einen Roundhouse-Kick mal
Ich habe damals, ich habe da, ich habe dem Typ nichts getan, weil da andere waren. Das damals mit den drei Leuten oder mit den vier Leuten waren. Da war auch eine Frau, Rainer. Nur mal so. Das damals, weiß gar nicht mehr, ob das drei oder vier waren, was ich. Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall habe ich das damals gemacht, weil ich alleine war. Hey. Für mich zählt immer erst das Wohlergehen der anderen. Oh, der ist so widerlich. Der ist einfach nur widerlich. War schon immer so. Mhm. Ehrlich gesagt, ich hab die Schnauze voll. Ich habe keinen Bock, mich wegen sowas zu rechtfertigen. Glaub, was du glauben willst. Ich kann es eh nicht ändern. Bis. User in your channel was banned from the server. Muss ich echt nicht, ich weiß nicht ernsthaft, wenn man immer wieder mit den alten Kamellen herkommt. Wenn ihr was nicht glaubt, dann lasst es doch einfach. Meine Fresse. Nein, aber ich nicht zu glauben, was ich sage. Ganz im Ernst, Rainer. Du warst bestimmt beim Arzt gewesen und der muss doch irgendwie sagen, das muss von. Er war nicht beim Arzt. Aber ja, natürlich, das weiß er ja selber. Ah, aber Rainer lässt sich auch nicht triggern. Wir merken es. Habe ich mich gerade nicht klar ausgedrückt? Der Arzt hat gesagt, da kann man nichts machen. Habe ich gerade dreimal gesagt, habe ich das? Nein, du hast gesagt, der Arzt hat nichts gesagt. Denn er hat nicht mit ihm geredet. Das war was völlig anderes, Rainer. Und ja, der Arzt hat bestimmt hundertprozentig gesagt, da kann man nichts machen. Kann man eigentlich noch schlechter lügen? Also bist du unheilbar krank. Der war nicht schlecht. Der 5 Punkte für die Hater, Rainer. Boah, Junge, weißt du was? Schau dir die TS-Mission von den anderen an. Ich hab keinen Bock, jetzt noch was zu erklären. Ich habe das jetzt schon ungefähr 100 Mal erzählt. Ich habe keinen Bock, es 102 Mal zu erzählen. Kann ich das Thema mal umschwenken? Kommt aufs Thema an. Das interessiert mich schon sehr. Dein Pferd ist ja nicht mehr. Das ist ja bekannt. Ja, rest in peace, Pferd Blue. 13. Februar. Und beziehungsweise nicht dein Pferd, sondern das von deiner Mutter etc. Wir wissen das ja. Die Freifläche, also die Wiese, nutzt du die oder hast du da mal irgendwas vor oder... Meine Wiese, also gib mich das einen Scheißdreck an, was damit passiert. Ist nicht seine Wiese? Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß ja nicht, wie die Besitzverhältnisse da sind. Ich habe es dir gerade erklärt. Ja, okay, danke. Kannst du das nicht auch in einem normalen Ton tun, Rainer? Er hat doch wirklich höflich und nett gefragt. Wirklich. Ja, ich habe auch noch eine Frage und zwar am Anfang. Jetzt kommt's wieder. Warum muss er ihn denn unterbrechen? Wenn das jemand bei ihm tut, dann dreht er völlig durch. Aber er, ne? Regeln gelten nicht für den großen Imperator. Nee, da war doch der X-Or-Admin. Der war nicht ganz sympathisch. Wo ist der hin? Der ist in letzter Zeit nicht da, der hat keine Zeit momentan. Weiter. Warum kommt denn der Simon nicht mehr her? Ich fand den Simon aus Bad Windsheim so sympathisch. Simon, was für ein Simon? Ja doch, der Simon Böhm aus Bad Windsheim. Hä, von wem redest du? Ja, Simon. Es gab nie einen Simon, es gibt nur in Xor und in Hawkeye und mich als Admins. Es gab nie einen Simon. Und der Xor kommt momentan nicht, weil er keine Zeit hat und Hawkeye und ich sind eigentlich regelmäßig da. Hawkeye ist im Moment sogar da tatsächlich. Der Simon Böhm ist doch der Xor. Sauf mal da was? Bitte? Sauf mal ein bisschen weniger Alkohol. Woher willst du irgendwie wissen, wer der Xor überhaupt ist, wie der heißt und sonst was? Tu mir mal den Gefallen und hör auf. Warum beleidigst du ihn denn direkt? Er hat doch nur gesagt, der Simon Böhm oder wie der heißt, das wäre der Xor? Und ich verstehe nicht, warum du ihn jetzt beleidigst deswegen. Das war ja nicht mal irgendwie hate-mäßig. Wirklich nicht. Tu mir mal das. Ich habe ein Bild mit einem Simon gemacht, aber der eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Und ja, weiter? Das ist der. Komm, jetzt. Ach, Junge, komm.
Ich spiele überhaupt nichts runter. Junge, hör auf, irgendwelche Lügen zu erzählen, Alter. Das packe ich überhaupt nicht, wenn irgendwelche Leute Lügen erzählen, Alter. Ohne Scheiß. Den ganzen Tag. Nein! Ey, ohne Scheiß, ihr Hater, seid doch den ganzen Tag nur dabei, Lügen zu erzählen. Ich hab die Schnauze echt damit voll. Hört halt auf, irgendwelche Leute dumm anzumachen. Und vor allem, hört auf, irgendjemanden als jemand anderen hinzustellen. Das ist nicht nur lächerlich, sondern auch absolut asozial. Und sowas brauchen wir hier echt nicht, Alter. User in your channel was banned from the server. Boah. Ich weiß gar nicht. Doch nur gesagt, dass er Simon Böhm wäre. Und ich weiß jetzt nicht, wo da der Hate war. Na gut. Ey, es hat schon einen Grund. Alles hat einen Grund. Warum Rainerle wirklich gehasst wird. Ne? Warum er so ist, wie er ist. Und warum er diese Entourage, Quatsch, nicht Entourage, das Wort ist falsch gewählt. Warum er, ja, diese Leute um sich hat, die ihn nicht mögen. Boah, ich kann solche Leute echt nicht ausstehen, ey. Leute, die immer, boah, ne. Wenn Leute immer hergehen und jemanden hinstellen als jemanden, der überhaupt nicht... Nee. Sag ich überhaupt nicht, ey. Ja, vielleicht dachte er wirklich, das wäre der Simon Böhm. Der X-Tor oder wie der heißt. Ich verstehe das Problem nicht. Warst du schon mal im Phantasialand? Nein. Habe ich auch kein Interesse. Ach so, schade. Schön da. Wie oft habe ich eigentlich jetzt schon erzählt, dass VPN verboten ist, hä? Ich habe auch kein VPN. User in your hab ich auch nicht erzählt, oder? Server. Drache? Nein. Hast du schon mal eine richtige Kampfausbildung genossen? Nein, du offenbar aber. User in your channel. Was banned from the server. Es werden halt echt immer weniger. Ja, ich finde auch. Ist ja gleich gar niemand mehr da. Doch. In Ordnung. Ja, der Hate wird weniger, liebe Leute. Ja, ist mir nur aufgefallen. Es ist ja auch eigentlich kein Problem, sich einfach schnell eine neue IP zu rendern, also. Ja, willst du auch gleich fliegen, kannst du gleich wieder eine machen. Aber ich verspreche dir, dass ich dann noch ein bisschen im Eingangsbereich bin und jedes Mal, wenn du reinkommst, dich wieder banne, dann schauen wir mal, wie lange du das durchhältst. Und dann macht er das morgen wieder. Das ist doch völlig egal, Rainer. Meine Güte. Okay, tut mir leid. Also, es ist sehr lange ja nicht. Ja, also, viel Spaß dabei. Ui. Meine Frage, du hast ja jetzt wieder Busterfallkörbe gemacht. Liefen die dann ruhig ab, oder? Hab ich gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe den ja akustisch nicht verstanden, weil Musik läuft bei mir im Hintergrund. Achso, nein, du hast ja jetzt wieder Posterverkäufe gemacht, jetzt über die Ferienzeit. Ist es da ruhig abgelaufen? In April überhaupt, ja. Ja, genau. Ist es da ruhig abgelaufen oder gab es da wieder Stress? Am Anfang gab es ziemlich viel Stress sogar. Ja, wie sind Leute da über den Zaun gehüpft oder... 2017 Anfang gab es die Schneeballschlacht. Mal erzählen, würde mich mal interessieren. Nein, mag ich nicht erzählen. Geht dich auch nichts an. Ja, ist ja gut. Nein, freundlich. Was hörst du denn? Halt dich fest. Oh, bitte nicht singen, Rainer, bitte nicht. Ich kann doch eigentlich raushören. Nein. Aber ich switch jetzt mal auf ein anderes Lied tatsächlich, weil das mag ich nicht so, das Lied. Das war Xavier Naidoo. Ah, nee, habe ich jetzt gerade nicht gehört. Man hat es auch nicht wirklich verstanden, was du als gesungen hast, nur mal so. Seid ihr noch nicht müde? Da bin ich schon die ganze Zeit auf Pissen, ey, aber ich habe keine Lust, Pissen zu gehen gerade. Kenn ich. Ja, das stimmt, ist schon. Das ist mal die Wahl, wie lange hält man es noch aus? Ui. Abend. Hallo. Mann, Moin. Alter, das kotzt so an, ey. Was denn? Die Schmerzen wahrscheinlich wieder. Rainerle möchte bitte Mitleid. Atmen kann. Ich fühle mich, als hätte ich bloß einen Lungenflügel, ey. Ja, wenn es dir echt so schlecht geht, geh vielleicht mal zu einem anderen Arzt. Oder allgemein mal zu einem Arzt. Kein Arzt wird doch sagen, wenn man sagt, ich habe eine Verletzung von vor einem Jahr. Die tut noch weh. Dann wird er natürlich sagen, ja, das müssen wir erstmal wieder weiter beobachten.
von der denen ich weiterhelfen konnte, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, gibt ja solche und solche. Ne? Ja, ne, es ist ja immer nicht verkehrt, wenn man sich... Kann man nichts machen, weil da... Das, man kann höchstens was operieren und das kann ich mir momentan echt nicht leisten. Ja. Wieso kannst du dir das nicht leisten? Also, die OP kostet doch nichts. Du bist doch hoffentlich krankenversichert, Rainer. Hä? Bezahlt das denn, wenn nicht die Versicherung? Hm. Ja, ist schon klar, dass ich privat versichert bin, ne? Ja, sehr schön. Die ist natürlich im ersten Moment günstiger, aber man muss natürlich alles vorstrecken. Ja. Jede kleine Behandlung muss man vorstrecken und dann später wieder mit der Versicherung abrechnen. Und man kommt auch gar nicht mehr so einfach in die gesetzliche Krankenversicherung zurück. Deswegen, privatversichern lohnt sich wirklich nur, wenn man auch ordentlich Geld verdient. Aber Rainer, der hat halt nur gesehen, hey, die ist ja günstiger, sehr viel günstiger. Ne? Und das war das Argument. Wie bezahlst du das denn? Ein bisschen anders. Okay, ein bisschen okay, anders. Ja, keine gar Ahnung. Nicht. Deswegen gehe ich ja nicht. Hä, du bist gar nicht versichert? Ich glaube nicht versichert. Ja, aber dann... Sagte gerade privat oder nicht? Ja, aber du hast doch danach auch gesagt, dass du das nicht bezahlen kannst. Also ich meine, ist das nicht so, dass man... Ja, ich muss, wenn ich gehe, wenn ich halt so viel Krankenhaus oder was habe, das kostet halt ein bisschen mehr dann die Versicherung, ne? Okay. Brauche ich jetzt auch nicht erläutern, tatsächlich. Nee, okay, nee, gut, dann weiß ich nicht. Ja, ja, er muss halt erstmal in Vorkasse treten. Das ist es. Und damit hat er sich eigentlich auch selber verraten, indem er jetzt zugegeben hat quasi, dass er nicht beim Arzt gewesen ist oder im Krankenhaus. Ne? Aber dann, wie gesagt, vielleicht einfach nochmal zu einem anderen Arzt. Vielleicht kann der dir weiterhelfen, ohne eine OP. Nein, wie gesagt, es ist ja nicht verkehrt, wenn man sich von verschiedenen Ärzten verschiedene Meinungen einholt. Und wenn der eine Arzt vielleicht... Und woher willst du wissen, dass ich das nicht getan habe? Okay, nein, habe ich gedacht, weil du hast nur von einem Arzt erzählt. Ja, ihr urteilt alle immer ohne die Hintergrund. Ich habe doch gar nicht geurteilt, ich habe nur gefragt. Ja, und ich habe jetzt 100 Mal gesagt... Nein, Rainer, hast du nicht. Du hast nicht 100 Mal gesagt. Ach. Einfach nur widerlich arrogant. Und ich habe jetzt... Ja, aber bei dir allerdings. Ich habe jetzt gerade 100 Mal gesagt, dass da nichts zu machen ist. Was ist daran nicht zu verstehen? Okay, sorry. Wenn ich nicht näher, tut mir leid. Näher drauf eingehe, dann gehe ich halt nicht näher drauf ein. Okay, tut mir leid. Alles ja. 100 Mal sorry, erklären. Sorry. Mann. Wisst ihr, wer nie lügt? Kein Erbrecher! 5 Punkte an dich. Was ist hier wieder los? Der Typ ist echt durchhaltefähig. Muss man ihm lassen. User in your channel was banned from the server. Ja, das stimmt. Aua. Armes. Hast du irgendwelche Medikamente vielleicht noch da? Du hast doch vorhin von Ibuprofen geredet. Nimm doch was. Bringt nix. Das sind doch Zuckerpillen, das kenne ich auch. Alles. Ich hasse auch Tabletten. Ich nehme Tabletten nur, wenn es absolut nicht anders geht, tatsächlich. Ja, dann los, Rainer. Nimm die Tabletten. Das kenne ich aber auch. Ich würde auch so gut wie es geht drauf verzichten, aber geht nicht immer. Aber genau deswegen sollten die eigentlich bei mir ganz besonders stark wirken. Tun sie aber nicht. Ja, wenn man da schon nicht so viel nimmt, hat man ja keine Gewöhnung dran. Also wenn man ja mehr nimmt, dann wirken die auch weniger. Ja, ist aber bei Ibuprofen und Paracetamol ganz extrem. Ja. Ja, aber wie gesagt, da ich die nicht oft nehme, sollten die eigentlich voll helfen. Tun sie aber nicht. Was hast du denn für Ibus? Da gibt's doch Homöopathie. Ich hab schon gute, aber die helfen nichts. Die sind aus irgendeinem unerfindlichen Grund haben die genau in diesem Bereich keine Auswirkungen. Hm. Ja, der Genau. Ach, Rainer. Arzt kann, also ich weiß, sorry, wenn ich das wieder anspreche, aber das ist doch dann auch eine Schande, dass der Arzt dir nicht helfen kann. Der kann ja nicht einfach sagen... Ich kann dich wieder arrogant nennen, wenn du so reagierst. Tatsächlich finde ich das persönlich schon ein bisschen so, weiß nicht. Ja, das ist auf jeden Fall ganz schön fragwürdig. Ne? Eigentlich sollte der Arzt irgendwas machen können. Es ist mir auch ziemlich scheißegal im Moment. Ja, aber du kannst ja dann nicht schlafen und du hast Schmerzen, das ist ja schon nicht schön. Ich versuche das nur rumzukriegen im Moment irgendwie. Ja. Und das ist seine Strategie. Er versucht, das durch Zeit
zu überdauern. Also das, er glaubt, er geht das, das geht von alleine weg. Ja. Das kam von alleine, das geht auch wieder von alleine weg. Hast du es in dauerhaft? Oder? Ich habe in meinem Leben schon Schlimmeres durchgemacht als das. Okay, was denn? Also von daher. Wenn ich fragen darf. Jetzt meinst du von körperlichen Schmerzen, also keine Ahnung, Bein gebrochen oder was? Oder wie meinst du das? Wie zerschmettert, mit einer Sense in Berührung gekommen. Okay, ja, das kann ich mir vorstellen. Was? Schmerzen, also keine Ahnung, Bein gebrochen oder was? Oder wie meinst du das? Knie zerschmettert. Das Knie zerschmettert? Okay, interessant. Mit einer Sense in Berührung gekommen. Mit einer Sense? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ein Stück vom Finger weggeschnitten. Mhm. Aber da war ja dann immer irgendwie auch Besserung in Sicht. Das, was jetzt ist, weiß ich ja nicht, ob da auch Besserung in Sicht ist. Mhm. Oder nicht. Tatsächlich war es eigentlich jetzt monatelang besser. Ehrlich gesagt, bin ich überrascht gewesen, dass es jetzt wieder schlimmer geworden ist. Ja, das kann immer mal so sein. Hätte nichts passieren. Ich hatte auch eine Arbeitskollegin, die hatte einen Autounfall und die hatte sich dann auch irgendwie die Schulter gebrochen oder was und hat so halt auch wieder erzählt, dass es ihr wieder wehtut. Obwohl, das ist halt manchmal ist es nicht. Vielleicht, wahrscheinlich kommt. Weißt du, was Phantomschmerzen sind? Phantomschmerzen, ja, natürlich. Ja. So ungefähr fühlt sich das an. Okay. Ich glaube, Rainer weiß nicht, was Phantomschmerzen sind. Na, Phantomschmerzen fühlen sich ja genauso wie Phantomschmerzen an, oder? Also ich meine wie normale Schmerzen, sorry. Also Phantomschmerzen, Schmerzen wie Schmerzen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Von Phantomschmerzen spricht man, wenn es keinen wirklichen medizinischen Grund für die Schmerzen gibt. Ja, das ist dann quasi ein chronischer Schmerz, oder? Wie zum Beispiel, wenn du einen Finger oder einen Arm oder ein Bein verlierst. Genau. Und dann das Gefühl hast, dass es noch dran ist und es wehtut. Genau, das kenne ich auch. Hab ich. Ja. Also, es wundert mich tatsächlich, dass Rainer da wirklich weiß, was Phantomschmerzen sind. Aber wieso sollten das Phantomschmerzen sein? In deinem Bauch? Ich habe schon mal eine Dokumentation bei Quarks & Co. drüber gesehen. Also ich weiß nicht, ob sich da alles drum gedreht hat, auf jeden Fall habe ich da irgendwas in Erinnerung. Ja, das sind mir Phantomschmerzen. Und das ist im Prinzip das, was ich habe. Nein. Rainer, du hast Gallenkoliken. Ja. Deine Gallenblase. Die hat Gallensteine. Ja, aber dann hast du ja aber eigentlich keine inneren Blutungen mehr, weil das sind ja dann die Schmerzen nur eingebildet, oder? So, das sind ja Phantomschmerzen. Eigentlich ist da ja gar nichts mehr, was wehtun kann, weil das halt nicht da ist. Blutungen? Ja, da hast du doch vorhin von geredet, dass du innere Blutung oder einen blauen Fleck oder was auch immer, ich weiß nicht mehr genau, hattest. Ja, und wenn du jetzt da einen blauen Fleck hast oder da Schmerzen, dann sind das ja keine Phantomschmerzen, wenn du einen blauen Fleck hast. Interessant. Das hast du doch. Den Raum, in dem ich das vorhin gesagt habe, habe ich komplett gebannt. Das kann gar nicht sein. Da hast du dich jetzt verquatscht, wa? Ach, mein Schreiner. Also, er hat doch wirklich nur normal mit dir geredet. Mensch. Nee, so ein Quatsch. Hör auf, Schatten zu labern, Junge. Wenn ich eins hab, dann ist es ein Gedächtnis für die Leute, die ich gebannt habe. Das glaube ich nicht. Ich bin schon zum fünften Mal hier. Master Sen ist auch schon zum, weiß ich nicht, wie oft zum Mal hier. Nein, aber wenn du was vom Bluten sagst, tatsächlich, ja. Dann durchaus. Und ich habe durchaus mitbekommen, dass du zum fünften Mal da bist. Ah, okay. Aber da du dich verhältnismäßig vernünftig verhältst, habe ich nichts gesagt. Okay. Klar, Rainer. Klar. Aber jetzt, wo er sich plötzlich verquatscht hat, ne, da fängst du an. Okay, gut. Ich habe auch schon oft genug gesagt. Das ist meistens nicht das, was ich sage, sondern eher das, was ich nicht sage, tatsächlich. Ah, okay. Mhm. Ja, das ist dann ein bisschen schwer. Ja, macht's für mich schwer. Aber ich persönlich, das macht's für alle schwer. Das ist schon nicht daran. Deswegen finde ich das sehr witzig. Und darüber hinaus finde ich persönlich das ein bisschen, naja, interessant oder lustig, quasi euch jetzt auf die Fehler aufmerksam zu machen, die ihr immer wieder und seit zig Jahren. Warte mal, nein, das hab ich schon gewusst, natürlich. Ich weiß nicht, vielleicht ist es dir sicher auch vorhin aufgefallen, dass die Leute, nachdem du in Raum 1 wieder von Raum 2 in Raum 1 gegangen bist, war wieder das Thema mit den FPS, also dass dein Auge 30 FPS sieht oder sowas. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Die Leute, die im Raum 1 waren, waren nicht in Raum 2 und wussten trotzdem darüber Bescheid, was du gesagt hast. Natürlich habe ich das gewusst. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, ja, ja. Ich hab schon mal gesagt. Ich sage jetzt gerne noch ein letztes Mal oder ein weiteres Mal. Letztes Mal wird es vermutlich nie geben dafür. So
weil ich etwas nicht sage, heißt es nicht, dass ich es nicht gerafft habe. Ja, klar. Klar, lieber Rainer, klar. Das, ich habe ja auch schon quasi gemeint, dass du es wahrscheinlich gerafft hast. Wenn du das jetzt verstanden hast, dann hast du wahrscheinlich auch das gemerkt. Mhm. Klar. Warum auch nicht? Ich mache das Ganze ja, wie gesagt, nicht seit gestern. Mhm. Ja, ich bin da noch ziemlich... Du hast? Ja. Nee, sag ruhig. Was soll ich denn jetzt sagen? Wie ich das genau formulieren wollte. Jetzt weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen wollte. Das ist natürlich klasse. Der ganze Kindergarten ist einfach nur lächerlich. Ich finde es einfach, weiß nicht, ich habe es schon 100 Mal gesagt heute. Ja. Einfach Kindergarten, Blödsinn. Lass schon wieder jemand. Ich finde also halt spiel ihn schon ab, los, mach. Jetzt kommt wieder der, wie nennt er ihn? Kai, der Brecher? Kai, der Brecher! Ja. User in your channel was banned. dann heißt es hinterher wenigstens nicht, dass ich ihn grundlos banne. Ja, okay. Mhm. Ja, da hast du recht. Aber das, in Anführungsstrichen, Drachengame hat schon echt absurde Züge angenommen. Von seinem Ausmaßen. Und an und für sich finde ich es schon lächerlich genug, dass ihr, oder dass überhaupt ein Spiel existiert, wo man mit dem Leben eines anderen Menschen spielt. Und tut mir den Gefallen. Ja, und tut mir jetzt den Gefallen und streitet es nicht ab, dass es kein Spiel mit dem Leben eines anderen Menschen ist. Nein, nicht mit, sondern über. Über das Leben eines anderen Menschen, Rainer. Und du spielst dieses Spiel auch selber. Mit deinen ganzen Videos, mit deinen ganzen Aussagen, die du tätigst, ne? Mit deinen Handlungen auch im realen Leben. Wenn du rausgehst auf die Straße, Leute attackierst, Leute anspuckst, anschreist, spielst du dieses Spiel mit. Ne? Du willst ja gar nicht kein Teil dieses Spiels sein. Du bist der Antreiber. Nee, es geht ja schon um dich, deine Persona, was du machst in deinem Leben, das stimmt schon. Willst du abspielen oder soll ich dich so bannen? Wofür? Ich mach gar nichts mehr, also ich benehme mich. Ach, okay, falsche Person. Nee, aber der John oder Cheo oder wie Drache, das heißt. Drache, was schmerzt mehr? Der Phantomschmerz oder dass Dagmar dich nicht ranlassen will? Rangelassen hat. Warum benimmst du dich jetzt so assi? Ich habe mich versprochen. Ja, ich habe mich versprochen, sorry. Weil jetzt wieder andere da sind, die zuhören oder was? Ich habe mich versprochen, Mann, sorry. Ganz ehrlich. Nee, Junge, für sowas. Du hast die Regeln gelesen, oder? Ja. You were banned from the server. Hab ich alles richtig ausgesprochen? Ich hab's. Dagmara, aber er wusste, was gemeint ist. Channel Switch. Da gibt's immer auch Studien. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir haben wieder eine Stunde geschafft, fast. Hier machen wir wieder einen Cut. 1:55:31. Ende von Part 2. Der nächste Part folgt. Mal sehen, wann ich wieder Zeit dafür habe. Vielen lieben Dank an alle, die das sich jetzt hier weiter mit mir bis zum Ende angehört hat. Ich bin sehr gespannt. Wir haben jetzt nur noch 10 Stunden vor uns. 10 Stunden und 4 Minuten. Freut euch, ihr Lieben. Irgendwann geht's weiter. Mir bleibt erstmal nichts weiter zu sagen als Medal of